Hallo zusammen. Heute gibt es, wie ihr schon in der Titelbeschreibung lesen könnt, mal wieder ein Rebuy-Unpacking. Wann hatte ich das letzte Unpacking? Ich weiß nicht, Januar, Februar? Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube im Januar. Zwischendurch habe ich ja immer fleißig bei Avel bestellt und ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber vor 2, 3 Tagen habe ich Rebuy und gleichzeitig Amazon, habe meine Wunschliste so ein bisschen abgearbeitet und habe mir gedacht, ja, bestellst du einfach mal fleißig, wenn du schon nicht liest, ne, kannst du ja trotzdem fleißig bestellen. Wenn du schon nicht liest, bedeutet auch, als kleine Info am Rande, es wird keinen Lesemonat März geben, definitiv nicht. Weil ich habe 40 Seiten von Dark Village, vierter Teil, angelesen und dann hat mich irgendwie die Lust verlassen und ein bisschen in Auserwählten vom Labyrinth habe ich noch weitergelesen und ja, das war es dann auch für diesen Monat, weil irgendwie vom Kopf her, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, es wird im April besser. Ich würde es auch gar nicht mal so als Leseflaute bezeichnen und ich weiß, ich habe ja hier so viele schöne Bücher im Regal und jetzt kommen noch neue hinzu, aber es ist ja meistens so, wenn man keine Lust hat zum Lesen, bestellen geht immer, ne? Das wissen wir ja alle. Und ja, wird vom Genre her sein, werdet ihr ja gleich sehen. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf historische Sachen. Ich weiß, es ist ja nicht so jedermanns Sache. Ja, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr gerne dranbleiben. Ansonsten, wen das nicht so interessiert, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Und dann schlage ich vor, ich lege einfach mal los. Schere ist in der Hand. Natürlich kommt der spaßigste Teil immer als allererstes. Das heißt, wir machen das Paket auf. So. Also es ging auch super schnell, ne? Ich mache ja immer mit mit Überweisen, also bestellen und gleich überweisen. Ich glaube, 3, 4 Tage hat es gedauert. Und es ging echt super schnell. So, dann wagen wir mal einen Blick rein in das schöne Paket. Das sieht ja schon mal so ganz schicki aus. So, die Polsterfolie. Und die machen wir mal weg. Wir tuchen die jetzt am besten hin, dass die Monster da nicht rankommen. Eine Sekunde, ich muss mal eben aus dem Bild. Knister, knister. So. Aber ich und aus dem Bild, das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja alle. Und ich versuche es nochmal anzuheben. Ja, jetzt geht schon der Karton kaputt. Könnt ihr da mal eben so reinlinsen? So, also wie gesagt, ich hatte halt voll Bock auf historische Sachen, weil das ist ja irgendwie ein Genre, das habe ich ja in der letzten Zeit extrem vernachlässigt und ja, wo fangen wir denn an? Ach, wow! Ja, also es sieht ja alles es sieht ja alles recht gut aus. So, fangen wir mal an mit, ach so, als allererstes, ne? Ich bin natürlich wieder perfekto vorbereitet. Der Gesamtwert dieses Kartons beläuft sich ohne Versandkosten auf 26,74 €. 4 Bücher sind außer der Reihe, was das Preisliche betrifft. Die anderen Bücher, könnt ihr ja dann gleich mitzählen, bewegen sich zwischen 89 € und 1,49 €. Die Bücher, die ein bisschen teurer sind, das werde ich dann dazu sagen. So. Ich glaube, das ist auch schon das erste. Genau. So, fangen wir mal an. Als allererstes habe ich mir ausgesucht von Daniel Wolf. Das Salz der Erde ist auf alle Fälle ein historischer Roman, so wie eigentlich fast die ganze Box. Dieses Buch ist im Goldmann Verlag erschienen und umfasst. Klappt natürlich immer wieder wunderbar. Ja, 1000. Ne, warte mal. Gehört das noch dazu? Ach ne, Glossar. So. Ne, auch nicht.
Ich hab's gleich. 1137 Seiten. Yay! Ist ja was für dicke Bücher und so weiter. Den Tag Big Books habe ich auch noch nicht abgedreht. Könnte ich ja eigentlich gleich machen. Ja, zum Zustand aufgrund dessen oder trotz allem, dass das Buch so dick ist. Also, ne, es ist so ein bisschen Softie-mäßig. Aber ansonsten sieht es mega aus. Also, für ein Taschenbuch, ich bin zufrieden auf jeden Fall. Das Buch ist außer der Reihe. Das hat 4,19 Euro gekostet. Neu kostet es 9,99 Euro. Es sieht gut aus, halt einen Schnapper gemacht auf jeden Fall. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar, das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich das verliehen hatte und aber nicht wiederbekommen habe. Und deswegen habe ich mir, ich habe es aber auch schon gelesen, nochmal geholt von Ken Follett, Die Tore der Welt. Dieses Buch ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen, auch ein historischer Roman. Und hier klebt noch ein Fahrschein drin aus Leipzig. Eine Einzelfahrkarte aus Leipzig. Na, ist doch auch nett. Geschenke im Buch finde ich immer ganz witzig. Hat das außerhalb der Reihe gekostet? Nö, also das ist auf alle Fälle auch im Preisbereich zwischen 89 Cent und 1,49 Euro. Und dieses Buch umfasst 1294 Seiten. Ja, ist hier ein bisschen angeknickt, hat auch eine Leserille. Aufgrund der Dicke des Buches ist das natürlich kein Wunder. Aber so sah auch ungefähr die Ausgabe aus, die ich verliehen habe. Ja, das ist ja praktisch der Nachfolger zu... Der Nachfolger, was aber mehrere hundert Jahre, oder sogar tausend Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, von die, wie heißt das denn jetzt noch, Die Säulen der Erde. Es hat mir mega gefallen und ich wollte es halt wieder haben, damit es in meinem Regal hübsch aussieht, weil Ken Follett finde ich ja persönlich ganz toll. Und ja, dann, was lacht uns dann als nächstes an? Habe ich Glück gehabt. Eieieiei, das ist ja geil. Und ich habe gedacht, das wären Taschenbücher. Wow. Oh, es ist toll. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein Taschenbuch und jetzt ist es ein Hardcover. Weil eigentlich ist die ganze Kiste hier nur, bis auf eins, was aber dann zu dem Genre gar nicht dazu passt, ist die ganze Kiste eigentlich nur Taschenbuch. Und eigentlich stand da auch Taschenbuch oder Softcover oder so. Und jetzt ist es ein Hardcover. Ich freue mich voll. Ist das geil. Und zwar von Rebecca Gablé, Das Zweite Königreich. Das hat gekostet 3,59 Euro. Und es ist ein Hardcover. Ich glaube, so das Bändchen ist hier zwar schon rausgefummelt, aber da ist noch der Knick drin. Es ist, nur ein bisschen so von den Lagerspuren. Och, ist das toll! Ich weiß, Rebecca Gablé? Ich würde sie einfach Gablé, ne? Also ich hatte nie Französisch, aber ich weiß wegen dem Strich hier über dem E. Ich frag mich nicht, wie der heißt, keine Ahnung. Ich weiß, es ist ja auch so eine riesige Reihe. Und ich habe extra dann im Internet geguckt, hier so teilweise bei Amazon und bei Wikipedia. Da gibt es ja einmal diese Reihe mit Zweite Königreich und dann gibt es ja noch diese andere Reihe mit, wie hieß denn das, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf alle Fälle Rebecca Gablé, Das Zweite Königreich, im Ehrenwirt Verlag erschienen. Boah, guck mal, ist das schön, oder? Ist das geil, mit so einer Karte und, ach, also es geht auf alle Fälle um England und, ach, ist das toll. Ich mach mal gleich nass hier, ey, ist das toll, Gott. Also es ist ungefähr 860 Seiten. Oh, ist das schön. Na, Hasi, ist das schön? Komm mal hier. Jetzt hat der Kater alle Bücher runtergeschmissen. Ich schieb's einfach mal auf den Kater. Okay. So, dann von Rebecca Gablé, das ist dann praktisch der zweite Teil. Wartet mal ganz kurz, bevor sie mir das jetzt hier zerkratzen.
So, man merkt, ich habe länger kein Video mehr gemacht. Es ist genauso durcheinander wie sonst auch. So, wo waren wir jetzt gerade? Rebecca Gablé. Das ist dann von dieser Reihe der zweite Teil. Und das war auch als, wie heißt es? Taschenbuch Softcover deklariert. Und es ist auch ein Hardcover. Und das bewegt sich auch in der Preisspanne zwischen 89 Cent und 1,49 €. Und das ist dann Hiobs Brüder. Auch im Ehrenwirt Verlag erschienen. Praktisch dann die Fortsetzung. Und guck mal, wieder hier so eine schöne Karte. Und ach, ist das toll, ist das toll. Und an die 900 Seiten. Das ist ja immer so die Sache bei historischen Romanen, ne? Das ist ja von der Seitenzahl, ne? Man tobt sich da ein bisschen aus. Oh, ist das schön! Das ist voll schön. Ich habe mich nämlich auch schon gewundert, wieso der Karton so schwer war. So, womit machen wir weiter? Dann nehmen wir einfach mal das, weil das und das gehört zusammen. Das nicht. Das ist auch wieder was anderes. Und, das hatte ich ja auch noch. Ach, das hatte ich ja auch noch. Und das hatte ich ja auch noch. Okay, dann machen wir erstmal diese Autoren weiter. Und zwar bin ich ja auch ein Ini Lorenz-Fan und die Bücher sehen auf den ersten Blick auch ganz toll aus. Und ich habe ja schon gelesen Dezembersturm und Die Goldhändlerin, fand ich ja auch ganz großartig. Jetzt habe ich mal rausgekriegt, dass Dezembersturm oder diese Reihe, beziehungsweise Dezembersturm, das ist ja auch eine Reihe. Wieso ich das vorher nicht gewusst habe, weiß ich nicht. Auf alle Fälle geht es ja da um Lore, die ja, wo dann ja ihre Familie stirbt und die dann irgendwie nach Amerika gehen soll und so weiter und so fort. Könnt ihr euch in meinem Lesemonat, Gott, was war das, August, September oder so letzten Jahres, da erzähle ich ja ein bisschen was zu dem Buch. Auf alle Fälle gibt es davon noch einen zweiten und einen dritten Teil. Den zweiten hatten sie da, den dritten leider nicht. Der zweite Teil davon ist dann Aprilgewitter. Da geht es dann mit Lore und Fridolin weiter. Und im weitesten Sinne hat es ja auch mit Berlin zu tun und es ist historisch. Und ja, I love it. Ja, zum Zustand, Taschenbuch, ja, sieht gut aus. Also, ne, kann man nicht sagen. Ist im Knauer Verlag erschienen. Und umfasst, nee, 707 Seiten. Ja, einmal das. Dann machen wir weiter mit Ini Lorenz. Und zwar haben wir dann die Pilgerin. Wie geht es da? Da geht es, dieses Buch spielt im 14. Jahrhundert. Aha. Irgendwie auch da wieder ein Teil der Familie stirbt, steht hinten drauf. Und dann muss man nach Santiago de Compostela. Das ist ja der Jakobsweg, ne? Ja, auf alle Fälle Ini Lorenz, auch im Knauer Verlag, die Pilgerin. Okay, wenn es nach Santiago de Compostela Pilgerin, ja, Pilgerweg, das leuchtet ein. Auch im Taschenbuchformat und dieses Buch umfasst 688 Seiten und eine kleine Leserille hier an den Seiten. Ne, aber das ist für mich völlig in Ordnung. Also dadurch, dass ich jetzt zwei Hardcover habe und ich habe gar nicht gedacht, dass es Hardcover sind, das entschädigt alles. Es ist total großartig. Und dann nochmal von Ini Lorenz. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber ist egal. Auch im Knauer Verlag erschien die Feuerbraut. Dieses Buch spielt in Deutschland im 30-jährigen Krieg und das umfasst
753 Seiten. Hier an der Ecke ist es etwas kaputt, hier sind etwas mehr Leserillen, aber ansonsten ist auch dieses Taschenbuch einwandfrei. Also kann ich mich nicht beschweren, alles schön. So, dann machen wir hier nochmal weiter. Und zwar von Ken Follett habe ich ja vorhin schon was hochgehalten. Und dann hat mich dieses Buch angelacht. Aufgrund der Dicke war es mir klar, dass das nicht ohne Leserille zu bekommen sein wird. Und zwar von Ken Follett, Sturz der Titan. Das geht ja irgendwie auch um drei Familien, also es ist glaube ich mehr so eine Familiensaga, Chronik, irgendwie was in der Art, über ein ganzes Jahrhundert, drei Familien in verschiedenen Regionen, England, Deutschland und Russland. Dieses Buch ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und das hat gekostet 5,19 Euro. Ist natürlich, ne, aufgrund dessen hier viele Leserinnen und so, neu kostet 12,99 €, wenn du überlegst, Hardcover, und das ist natürlich schon ein bisschen heftig, aber gut, sagen wir nichts zu. Die Schrift ist winzig, ja, richtig toll, und dieses Buch umfasst 1037 Seiten. Ja, sehr schön. Dann gehen wir mal, machen wir mal das. Und zwar habe ich dann geguckt, machen wir erstmal das. Oh, das ging jetzt nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. So, machen wir das so. Passt das? Ja. Dann habe ich mich noch dazu hinreißen lassen, mir ein Kinderbuch, was ich selber früher hatte, warum ich es nicht mehr habe, weiß ich nicht mehr, mir zuzulegen. Machen wir mal kurz was ganz anderes. Und zwar, das fand ich früher schon immer total toll, weil ich die Autorin, also im Kinderbuchbereich, total gerne mag. Und zwar ist es von Christine Nöstlinger, O du Hölle. Da geht es um Julia und halt Julias Tagebuch. Und da waren auch immer so tolle Zeichnungen, die sie gemacht hat. Ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um erste Liebe oder so. Also auf alle Fälle Schule, erste Liebe und so weiter und so fort. Und ja, das Buch ist im Belz und Gelberg Verlag erschienen. Das sieht auch genauso aus wie die Ausgabe, die ich damals hatte. Und hat 200 Seiten und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Weil so genau, worum es geht, weiß ich nicht mehr, aber ich fand es damals toll und ja, einmal das. Dann machen wir weiter. Und zwar, was jetzt wieder den Punkt historisch betrifft, kriegst du immer so Vorschläge, Käufer, die dieses Buch gekauft haben, haben sich auch das angesehen oder das gekauft oder irgendwas in der Art. Und da bin ich dann aufmerksam geworden auf Sabine Ebert. Und da müssen wir mal gucken, in welcher Reihenfolge, wie das anfängt. Nee. Och, es ist toll. Nee. Geil. Ich freue mich jetzt schon wieder wie ein Schnitzel, wa? Ist das geil. Ja. Zeige ich euch sofort. Wie kann man dieses Buch verkaufen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Aber gut. Nee, warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. So, also. Ich glaube, das ist so. So, auf alle Fälle. Sabine Ebert und das sind ja die Bücher hier, diese Hebammenbücher, so würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Und zwar fangen wir an, ich hoffe, es ist jetzt in richtiger Reihenfolge, bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Und zwar fangen wir an mit Das Geheimnis der Hebamme. Dieses Buch spielt in Deutschland, in Sachsen im 12. Jahrhundert. Ich denke mal, es geht um eine Hebamme, ja. Ist im Knauer Verlag erschienen.
und umfasst 649 Seiten. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe ein Buch mit Widmung. Mit herzlichen Grüßen, Sabine Ebert. Ah, ist das nicht cool? Ich finde es ja voll geil. Wie kann man so ein Buch verkaufen? Ich verstehe das nicht. Sowas muss man doch behalten, oder? Ob man nun mag oder nicht. Vielleicht ist das ja in 50 Jahren mal richtig was wert. Und ich habe es für 89 bzw. zwischen 89 Cent und 1,49 Euro käuflich erworben. Aber egal, gut. Auf jeden Fall mit Widmung, eine Unterschrift. Ist das cool? Naja, genau. Knauer Verlag, Sabine Ebert, Das Geheimnis der Hebamme. Dann haben wir Sabine Ebert. Ich weiß nicht, ob es der zweite Teil ist. Ich hoffe einfach. Oder vielleicht ist der andere der zweite Teil. Nee, dann machen wir es doch so. Ja. Der zweite Band. Ach so, steht ja auch hinten drauf. Lustig. Sabine Ebert, Die Spur der Hebamme. Auch im Knauer Verlag erschienen. Und der Teil umfasst 671 Seiten. Sieht auch für ein Taschenbuch völlig in Ordnung aus. Hier, dieses Buch hat keine Leserille. Das hat eine ganz kleine, aber es ist völlig in Ordnung. Genau, das ist dann der zweite Teil. Und dann der dritte Teil. Ich weiß, insgesamt, glaube ich, gibt es 5 oder 6. Ist dann Die Entscheidung der Hebamme, auch im Knauer Verlag erschienen. Was bei Taschenbüchern natürlich üblich ist. Hier ist es ein bisschen angeknickt und ja, aber das macht mir jetzt persönlich gar nichts. Und das umfasst 650 Seiten. Ja, sehr schön. 2 Hardcover, wie nicht gedacht. Ein Buch mit Unterschrift. Das kann jetzt so weitergehen. So, dann schleiche ich da auch schon eine ganze Weile drum rum und das sieht auch ganz toll aus. Und zwar von Arthur Golden, Die Geisha, ist auch das Cover, also praktisch das Filmcover sozusagen. Und ich mag ja die Ziyi Zhang heißt sie, glaube ich. Das ist ja auch die aus Tiger and Dragon und House of Flying Daggers und das sind ja auch alles so Filme, die ich total toll finde. Und Die Geisha wollte ich schon eine ganze Weile haben und das Buch ist im BTB Verlag erschienen. Sieht auch wirklich echt toll aus, also hat hier einen kleinen Knick von der Lagerung her wahrscheinlich. Und umfasst 570 Seiten und ja, habe ich auch richtig Bock. Also das habe ich jetzt zu den ganzen Büchern nicht dazu gesagt, aber ich habe natürlich richtig Bock, diese Bücher alle zu lesen. Wann, stellt sich die Frage, aber das Jahr ist ja noch lang und darüber hinaus geht es ja auch noch weiter und das wird schon alles irgendwie passen. Dann hatte ich ja letztes Jahr für mich entdeckt Khaled Hosseini, habe ich mir jetzt besorgt, ist auch im BVT Verlag erschienen. 1000 strahlende Sonnendrachenläufer fand ich ja sowas von großartig. Ja, und da habe ich mir gedacht, bestellst du dir das noch mit dazu? Ja, das ist auch in dieser normalen Preisspanne zwischen 89 Cent und 1,49. Und das umfasst, und es ist wieder genauso klein geschrieben wie das andere. Ja. Leserinnen sind ganz viele, aber das stört mich jetzt in dem Fall nicht. Und das hat 381 Seiten, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und dann sind wir beim vorletzten Buch und dann habt ihr es gleich geschafft. Und zwar hatten sie dann noch dafür, ich glaube, das kostet sogar 1,49, das habe ich mir noch gemerkt. Ich gucke hier immer so zur Seite, weil ich da meinen Zettel habe, beziehungsweise mein schlaues Büchlein. Und zwar ist das der zweite Teil zu dieser, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, aber auf alle Fälle der erste Teil heißt der Teerose.
von Jennifer Donnelly, das ist dann die Winterrose. Ich habe die Teerose zwar noch nicht gelesen, aber das möchte ich alsbald tun. Und wenn es mir super gut gefallen sollte, dann kann ich gleich weiterlesen. Und ich glaube, der letzte Band heißt Winterrose. Ach, Winterrose, was erzähle ich denn da? Den habe ich doch gerade in der Hand. Oh Gott. Wie heißt denn der letzte Teil? Ich weiß es nicht mehr. Der letzte Teil ist, glaube ich, Winterrose. Nee, den habe ich an der Hand. Ach ja, Wildrose. Ja, genau, der letzte Band heißt dann, glaube ich, Wildrose. Und ja, habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf, das zu lesen. Und die Cover finde ich ja auch so schön, ne? Und das ist im Piper Verlag erschienen. Und das Buch hat 780 Seiten, ne? So, und dann haben wir es jetzt fast geschafft. Jetzt ist nur noch ein Buch übrig. Und ja. Ja, es ist okay. Es ist okay. Man kann es ein bisschen sauber machen. Es ist okay. Und zwar habe ich das ja auch schon ganz oft irgendwo anders gesehen und die Reihe interessiert mich sehr und ich habe mal geguckt, ob irgendeines der Bücher da war. Ich weiß, bei Arvel hatten sie einige Teile davon auch als Mängelexemplar, aber irgendwie, weil, glaube ich, der erste Band nicht da war, habe ich dann die anderen mir noch nicht besorgt und jetzt habe ich aber bei Rebuy den ersten Band entdeckt und bevor wir jetzt hier lang rumlabern, zeige ich euch den und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Und zwar von Rick Riordan, Percy Jackson, Diebe im Olymp, der erste Teil und ja, im Hardcover und dafür habe ich bezahlt 6,09 Euro. Neu kostet es 16,90 Euro, also über 10 Euro gespart und damit kann ich einfach nur zufrieden sein, auf jeden Fall. Hier ist es ein bisschen schmutzig, aber ansonsten sieht das Buch echt gut aus. Ich habe noch gar nicht gerochen an den anderen, ne? Aber egal. Bei den anderen habt ihr ja gesehen, manche sind ein bisschen angegilbt, aber mein Gott, wenn die auch schon irgendwie seit 15 Jahren auf dem Markt sind und irgendeiner hat jetzt mal seine Klamotten da aussortiert, dann ist das für mich völlig in Ordnung. So, dieses Buch ist im Carlsen Verlag erschienen. Das mag ich ja so gerne am Carlsen Verlag, ne? Das ist ja auch bei Harry Potter so, dass man da gar keinen Schutzumschlag braucht und dass das einfach so schon schön ist. Und da freue ich mich auch sehr drauf, das zu lesen. Und das Buch hat 439 Seiten und boah, die Schrift, die ist ja auch echt mega groß, ne? Das finde ich ja voll toll. Sehr geil. Ich bin voll zufrieden. Ich freue mich. Das ist echt ein richtig schönes Paket. Was soll ich noch sagen? Es ist ein schönes Paket. Ich freue mich sehr. Das war's dann jetzt auch. Ihr habt es geschafft. Wer noch alles dran geblieben ist, leider kann ich jetzt nicht gucken, wie lange das Video schon geht, weil das wird jetzt hier, müsste ich vielleicht einstellen, wird jetzt hier so nicht angezeigt. Ja, das war's. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen von euch trotzdem interessiert, obwohl es viel historisches Zeugs war. Zeugs natürlich jetzt nicht im negativen Sinne. Aber ich habe da einfach richtig Bock drauf gehabt. Ich weiß auch nicht so wirklich, was mich da geritten hat, aber ich hatte so das Gefühl, diesem Genre habe ich nicht so viel Tribut gezollt in letzter Zeit und deswegen hatte ich da einfach richtig Bock drauf, mal da ein bisschen zuzuschlagen und vom Preislichen her hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Also 26,74 Euro, ne? Na klar, es sind viele Taschenbücher dabei, aber ich bin mega, mega zufrieden. Ich freue mich wie Bolle, ne? Sagt man hier so. Und es sind sehr, sehr schöne Bücher dabei und ich hoffe, dass ich einfach schnell wieder die Lust finde, zu lesen und dann wieder Lesemonate drehen kann und so weiter und so fort, dass sich meine Situation ein bisschen verbessert. Wird sie ja auch, ne? Nächste Woche geht es ja für mich wieder los nach meiner Freistellung. Der ein oder andere wird ja wissen, was mir da so ereilt ist. Und jetzt war ich
ja, jetzt bin ich wieder frischen Mutes und hoffe, es geht dann wieder voran. Und wir haben jetzt Frühling, es ist, die Sonne scheint heute draußen und ja, so kann doch alles gut beginnen und da freuen wir uns auch des Lebens. Wie gesagt, einen Lesemonat wird es nicht geben. Vielleicht gibt es jetzt nochmal den einen oder anderen Tag, den Big Book Tag habe ich, möchte ich gerne noch abdrehen. Und ich würde ja auch gerne nochmal meinem Bücherregal ein Update geben, jetzt wurden nach der schönen Bestellung. Und Entschuldigung, jetzt juckt meine Nase. Oder mal meinen Sub zeigen, der sich ja jetzt ins Unermessliche hochgehauen hat. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Sub-Voting, wobei die letzten ja nicht so gut geklappt haben, das weiß ich ja auch. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, dass ihr das so lange durchgehalten habt und setzt mich nochmal richtig hin. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche, genießt das schöne Wetter und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss!